Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind's, von Gottes Gnaden, euer Odo, in Indien. Das letzte Mal haben wir bereits einen Haufen, neue Truppen angefertigt und wir sind gerade dabei, noch mehr Truppen zu bauen. Unglaublich viele Truppen. So viele wie geht. Naja, na, vielleicht nicht so viele wie geht. Denn relativ viele. Ach so, wir sind da noch immer mitten im bei unserem Verbündeten bzw. unserem Sphärenmitglied. Xinjiang, um dort die Rebellen zu entsorgen. So, was wollen wir? Protektionismus ist gut. Wir wollen, dass die Konservativen weiter regieren. So, wir haben außerdem recht wenig Geld. Wieso kommt das jetzt? Gibt es irgendwelche Kriege, die Geld kosten? Ah ja, es gibt noch immer diesen Krieg. Ihr seht, ich habe seit ein paar Tagen nicht gespielt. Das heißt, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das war der Krieg, wo ich mir gedacht habe, oh je, das wäre super, um Großbritannien anzugreifen. Aber ich habe es dann doch gelassen, weil es mich zu viel Infamie und Prestige kostet. Ich habe nichts dagegen, grundsätzlich Infamie zu bekommen. Aber ich brauche diese Infamie-Punkte. Ich möchte nicht über 25 kommen. Ich hasse das, wenn du ständig gegen irgendwelche Leute Krieg führen musst. Das mit den 25 akzeptiere ich nur, wenn ich ganz am Schluss noch unbedingt ganz Indien haben will. Ja, auf jeden Fall, da stehen wir. Wir werden vielleicht die Steuern wieder ein wenig anpassen. Ich habe so hohe Industriezuschüsse. Das liegt einfach an dem Krieg, dass wir ziemlich viel Geld zuzahlen müssen, um die zu subventionieren. Ich hoffe, dass diese Kriege bald zu Ende sind und dass der Weltmarkt wieder in Ordnung kommt. Aber zumindest da auf der Seite, ja, also dieser Krieg ist zumindest mal zu Ende. Schauen wir mal, ob der auch bald zu Ende geht. Nö, wir behalten uns das. Schaut nicht so aus, als würde der so bald zu Ende gehen. Hat er nicht noch irgendwelche Truppen von Xinjiang auch? Wo sind die hin verschwunden? Nein, Ostafghanistan gehört uns. Ja, seht ihr, es hat sich ein bisschen erholt. Wir haben jetzt noch minus 300 oder 250. Gut, was natürlich noch dazu kommt, ist, wir kaufen am Weltmarkt einen Haufen Zeug ein für unsere Truppen. Auch das wird irgendwann mal aufhören und auch da sollten wir dann ins Plus wieder kommen, hoffe ich. Und wir haben noch genügend Reserven auf Lager. Okay. Was ist mit Lopnur? Können wir das auch noch belagern? Für unsere Freunde. Vielleicht sollten wir denen sogar Eisenbahnen reinbauen. Das können wir immerhin, glaube ich zumindest. Moralismus wollen wir, also keine Säkularisation. Noch ein bisschen Armee.
Wir bauen einen Haufen Zeug. So, du gehst zurück nach Faisalabad und du gehst nach Balk. Die 13. Armee kriegt in der Zwischenzeit einen neuen Anführer. Nein, nein. Ist doch gute Anführer. Na okay, du bist nicht besonders gut, aber du bist auch nicht super schlecht. Bewusstsein, Bewusstsein. Na okay, wir nehmen mehr konservative und weniger reaktionäre. Reaktionäre will niemand. Ja, wie schon gesagt, wir nehmen den Moralismus. Und die Konservativen reagieren weiter, ist okay. Ah, wir können Nordbengalen gründen, ausgezeichnet. Das heißt, wir müssen dann jetzt wieder mal die Industrie uns anschauen. Dann machen wir zuerst Kolumbien weiter. So, Nordbengalen, das ist hier. Schauen wir uns mal an. Diese grauen Gebiete hier. Was produzieren wir hier? Wir produzieren Färbemittel und Seide. Wir produzieren zwar auch Wolle, aber gut. Wolle haben wir ja festgestellt, können wir nicht verwenden, um daraus Wolle können wir ja nicht verwenden, um daraus Stoffe herzustellen. Das heißt aber, wir werden trotzdem eine Stofffabrik hier bauen, einmal als erstes, weil Färbemittel haben wir ja auch schon. Nordbengalen. Außerdem bauen wir dann gleich eine Kleiderfabrik und eine Luxuskleiderfabrik. Da, nein. Kostet uns noch mehr Geld. Ja. Außerdem werden wir hier anfangen, gleich irgendwelche coolen Sachen zu bauen, wie Maschinenteile. Kann ich schon Elektroteile bauen? Nein, schade. Treibstoff könnten wir aber bauen. Wieso nicht? Irgendjemand wird den schon kaufen. Und Stahl für die Maschinenteilfabrik. Da wir hier sehr viele Einwohner haben, brauchen wir ja sehr viele Fabriken. Yay, günstiger Stahl. So. Machen wir da weiter bei sozialen Verstimmung, würde ich fast sagen. Wir haben noch immer nur gerade mal knapp über 50%. Und jede Region in Indien, die wir dazu erobern, wird sie wieder senken. Die Alphabetisierung, einfach deshalb, weil die Briten sich einfach zu wenig um meine Leute kümmern. Um die Inder. Botschaft wird belagert.
Ja, nur ist dieser Krieg nur sehr kurz. Und zwar deswegen, weil Kiva in meiner Ach Gott, sie sind trotzdem nicht in der Einflusssphäre. Gibt's das? Weil sie ein Satellitenstaat von mir sind. Gepfeift drauf, das ist ja wohl unfassbar. Sicher sollte das aber wieder ins Positive kommen. Okay, die können wir gerade nicht bauen, weil wir die schon bauen. Etablierung einer Strafkolonie. Hey, das ist eine gute Idee. Die Idee, Straftäter von der Gesellschaft zu isolieren, ist wahrscheinlich einer der ältesten Ideen überhaupt. Kriegen Prestige. Wir verlieren Militanz. Das ist eigentlich auf jeden Fall okay, oder? Oder kann es dann passieren, dass in der Gegend die Leute ausbrechen und für Unruhe sorgen? Schwer zum Sagen. Ausgezeichnet. So. Langsam aber sicher macht sie mir Sorgen. Wir haben noch immer so große Zuschüsse, aber wir werden einfach da auf 40% runtergehen. Einfach deshalb, weil das ist sehr teuer mittlerweile und wir brauchen es zurzeit eh nicht. Unsere Truppen müssen nicht auf 100% Organisation sein oder auf 60% in dem Fall. Ja, und wir sind dadurch wieder leicht im Plus. Ah, und die Osmanen sind auch im Frieden. Auch das sollte unsere Wirtschaft gut tun. Yay, Uruguay. Wir verbessern unsere Beziehungen an den verschiedensten Orten der Welt. Vor allem dort, wo noch keiner drinnen sitzt. Großbritannien wollen wir nicht verbessern. Oh, ich will mal verbessern, die Beziehungen. Ich will echt keinen Krieg mit euch führen, Russland. Ihr macht es einem nicht sehr einfach, wisst ihr das? Aber vielleicht kriegen wir Japan auch auf unsere Seite. Gut, Italien und Deutschland hat weiterhin ein Bündnis mit uns. Nein, ein toter General. Ja, ist okay. Oh, das klingt gut. Der hat einen 3-Angriff. Okay, wenn wir gegen Montenegro Krieg führen wollen, können wir das jetzt tun. Glaube ich nicht. Und dann wieder ein schönes Plus. Unser Heer ist auch in Ordnung. Noch ein bisschen, dann haben wir die zweite Hey! Kabul ist zur Kernprovinz geworden. Nein, das wollte ich eigentlich. Wir werden das gleich einmal teilen.
3, 4, 5. Passt. Ah. Ach Gott, gibt's das? Jetzt hat sich der Ding mal angeschlossen. Hey, ein Polizeistaat. Sehr gut, sehr gut. Du, geh weg. Du, wo gehst du hin? Bleibst du in der Gegend? Du gehst da runter. Hey, wir könnten Frauenwahlrecht einführen. Wollen wir das tun? Ich überlege gerade, ob das unsere... unser Prestige... nicht Prestige, sondern unsere Infamie auch senken würde. Zwei Kriegsmüdigkeit verlieren wir dadurch. Und na, das machen wir während des Kriegs. Bis dahin lassen wir die Frauen unterdrückt. Pech, meine Damen. Da müsst ihr noch etwas warten. So. Dragoner haben wir dann auch gleich. Ja, wir haben eigentlich dann noch einmal genügend Leute. Damit wir... noch eine Armee bauen können, dann zumindest eine oder zwei vielleicht sogar. Kann man eine afrikanische Armee eigentlich auch bauen? Quasi für Afrika? Na, nicht wirklich. Bauen wir einfach noch eine Armee. Revolution im Ausland. In der Nation China ist eine Revolution ausgebrochen. Das ist aber nicht nett. Ey, Schulden tilgen gegen Dings ist nicht gut. Das heißt, ich muss mich mit denen noch etwas genauer auseinandersetzen und müssen Pause machen. Ich bin zu unfähig, was das betrifft. So, 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Wir haben noch eine Armee, die sich dort versammeln soll. Naja, machen wir Proportionalwahlrecht. Ist uns lieber. Das ist europäischer. Das Universalwahlrecht machen wir dann. Die ersten am Südpol. Wir haben halt doch oft genug gesagt, ja, gibt es ihnen noch mehr Geld. Und das bringt 110 Prestige. Ist das genial. Sollte uns einen schönen Schub nach vorne auch geben. Großmachttechnisch. So. Wie viele Punkte fehlen uns eigentlich noch auf Platz 4? Na doch, noch einiges. Aber wir werden Großbritannien noch ein bisschen zusammenhauen. Schauen wir mal, ob wir wirklich Zweiter werden bis zum Ende des Spiels. So, ihr seid fertig. Das heißt, ihr kommt auch an eine Grenze. Aber an welche? Ah, daher. Das passt schon.
brauchen wir nicht zu weit gehen. Oder? Na, gehen wir da nach Dings, gehen wir da nach hinten an die persische Grenze, nach Bela. Oder nach Farah. Gehen wir nach Farah. So, außerdem werden wir Russland weiter die Beziehungen verbessern. Demonstration läuft aus dem Ruder. Hey, und wir kriegen eine neue Dings, wir kriegen einen neuen Staat in Bihar. Nehmen die Sozialisten natürlich. So, bei euch wollen wir auch die Beziehungen verbessern. Das sollte eigentlich auch die das Prestige steigern. Wir haben jetzt 887, schauen wir mal, wenn wir da draufklicken. Oh, 901, stimmt, das steigert das Prestige hervorragend. Na, ach Gott. Du brauchst mir jetzt auch solche Typen rein. Uruguay wird vertraut mit uns. Und der Staat Bihar, schauen wir mal, was der für Sachen hat. Die stellen Opium her, wow, und Kohle haben wir auch. Nicht schlecht. Das machen wir eine Schwerindustrie, wenn wir Kohle haben. Mit dem ganzen Opium. Ich glaube, das verkaufen wir nach. Das verkaufen wir nach. Du brauchst Dünger, gell? Und Patronen. Düngefabrik rein. Und Artillerie. Dann hat sich das Ganze schön ausgezahlt. Wo ist Artillerie? Ausgezeichnet. Dann haben wir dort unsere Waffenproduktion in Bihar. Opium und Waffen, das geht super zusammen. Ja, diese Gegenden, die hier Opium herstellen, die waren im Übrigen einer der Gründe für die Opiumkriege, habe ich letztens nachgelesen. Die Briten haben mit China das totale Handelsdefizit gehabt, weil China keine westlichen Waren gekauft hat. Und dann sind die Briten drauf gekommen, dass die Chinesen alle extrem happig oder besonders gerne Opium haben. Und jetzt haben sie Opium ins Land gebracht und zunächst mussten sie das schmuggeln, weil das in China verboten war. Und nachdem die Chinesen sich dagegen gewehrt haben, hat die West Indian Trading Company oder East Indian Trading Company beschlossen, dass sie Botschafter beleidigt, beschlossen, dass sie ihre Sachen durchsetzen müssen. Dann haben die Chinesen mit Waffengewalt die Händler rausgehaut, dann haben die Briten zurückgeschossen und haben die Chinesen auseinandergenommen. Dadurch ist Hongkong an Großbritannien gegangen und Opium wurde legalisiert in China. Fand ich besonders interessant. Chinesen haben sich noch ein zweites Mal versucht dagegen zu wehren, sind aber noch stärker auf den Deckel gekriegt. Dann haben sie Port Arthur und verschiedene andere Gegenden auch
also so Häfen an die Europäer verloren und die Europäer durften dort handeln. Also die Chinesen haben überhaupt den Handel extrem stark reglementiert und haben versucht, dass die Europäer draußen bleiben und die Europäer haben das über Krieg einfach durchgesetzt. War nicht sehr nett für die Chinesen. Gut, wir haben einen beleidigten Botschafter. Was machen wir mit dem? Wir kriegen einen erniedrigen Kriegsgrund gegen Großbritannien, aber wir brauchen keinen erniedrigen Kriegsgrund gegen Großbritannien, auch wenn uns das gefallen würde. Ich will zwar keine guten Beziehungen zu ihnen, aber was soll's, das Prestige nehme ich gern. So, Kiva können wir wieder zur Sphäre hinzufügen. Ich sollte noch andere Gebiete auch beeinflussen. Was ist mit euch? Ah, kann ich nicht mit euch, habe ich Krieg geführt. Persien ist schon in meiner Einflusszone. Jetzt ist es aber doch mühsam. Weil alle unsere Nachbarn sind bereits beeinflusst. Tibet, das ist es. Die Engländer haben jetzt eh keinen Dings mehr. Keinen. Keinen Nachbar. Ah, oh ja, die haben noch eine Nachbarschaft zu ihnen. Ärgerlich. Na gut, soll sein. Schauen wir mal. Ah, gut, dann könnte man eigentlich auch versuchen. Was? Was ist mit Japan in Tibet? So, soziale Verstimmung. Passt. Was macht denn das noch? Der Untergang des Abendlandes. Hat eigentlich irgendwas Sinnvolles weiter oben? Das ist dieser eine Zweig, wo ich mir denke immer, wozu sollte ich den erfolgen? Oh ja, das da hinten, die Verhaltensforschung ist gut, da können wir dann Radios bauen. Natürlich doof, wenn wir das jetzt nicht machen. Ja, das bringt eigentlich gar nichts mehr. Das bringt nur zusätzlich Prestige. Aber dazu haben wir viel zu spät angefangen. Das ist schon alles entdeckt. Das heißt, wir werden da weitermachen. Verbrennungsmotor. Das ist gut. Da können wir dann Autos bauen. Ausgezeichnet. Und Geld haben wir auch wieder einen Haufen. So, wir schauen mal nach, wie das ausschaut bei unseren Produktionsstätten. Wir bauen das weiter aus. Die Himalaya stellt Dünger hier. Naja, ist okay. Dünger kann man immer brauchen. Die Rajputana ist voll Kaschmir. Ja, passt. Bauen wir das aus. Khorasan. Naja, okay. Das bauen wir nicht weiter aus. Nordbengalen. Bauen wir weiter aus. Auf jeden Fall. Da machen wir vielleicht eine Autoindustrie in Nordbengalen, sollten wir jemals Autos bauen können. Ostafghanistan ist relativ gut benannt. Punjab ist eigentlich auch relativ gut jetzt drauf. Da steigt die Anzahl der Facharbeiter nicht mehr ganz so stark. Die K
Cash-Cows wollen wir allerdings trotzdem noch weiter erweitern ein wenig. Na, Artillerie nicht. Ein paar Leute kriegen wir ja doch jedes Mal dazu. Sind vereinte Provinzen, na, da müssen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Wow, 160.000 Arbeitslose, bist du irre. Westafghanistan schaut gut aus. Vielleicht auch die Cash Cows, also die, die am meisten Profit machen, wollen wir mal ausbauen. Und die anderen lassen wir mal so, wie sie sind. So, weiter oben. Bihar haben wir gerade angefangen. Belutschistan ist sowieso ein leeres Gebiet im Vergleich zu allen anderen. Das ist so menschenleer, das ist unglaublich. Gut, ihr kriegt wieder einen Anführer. Nehmen wir den Typen. Oh, 4 Angriff. Oh, das nehmen wir doch glatt. Ja, außerdem Japan. Und Russland bekommen bessere Beziehungen. Okay. 176. Da können sie noch viele Botschaften belagern, bis wir da ein internationaler Konflikt. Das ist der erste Konflikt, an dem wir teilnehmen können, aber das schauen wir uns erst das nächste Mal an. Ah, ich würde sie gerne unterstützen, aber das tue ich nicht. Ich hoffe, die Norddeutschen tun das. Italien ist auch gut. Wir sind interessiert auf jeden Fall. Gut, Frankreich ist draußen. Das ist ja noch besser. Die russische Seite. Die italienische Seite. Wir unterstützen die italienische Seite. Wir sind so... Ach, das Problem ist nur, wenn Deutschland auf unsere Seite kommt, führen sie sicher keinen Krieg. Na gut, wie schon gesagt, das schauen wir uns das nächste Mal dann genauer an. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.